Der Goldkurs ist natürlich etwas, was man immer wieder im Auge haben sollte. Wir hatten letzte Woche beispielsweise dort ein Thema gebracht zum Thema Goldkurs im Bereich des Trade des Tages, wo wir zwei Trades vorgestellt haben. Und das ist ein Punkt, der häufig angefragt wird. Wieso jetzt zwei Trades? Was soll das Ganze? Macht das Ganze denn Sinn? Tatsächlich machte das Sinn. In diesem Fall nämlich hatten wir gesehen, dass wir entweder nach oben gehen, also sprich eine Chance haben, richtig weit zu laufen. Dann also das Niveau hier, das Zwischenniveau, die Marken muss ich jetzt nicht genau mehr nennen, aber dieses Zwischenniveau, was wir am 1. September hatten, ungefähr, dass wir das nach oben verlassen und dann richtig dynamisch nach oben gehen. Die Alternative war, das Szenario kippt, sobald wir auf der Unterseite das Tief vom 8. September nach unten durchstoßen. Und das haben wir ja vor ein paar Tagen schon gesehen. Und da ist der Kurs jetzt bestens unterwegs aktuell. Es ist also gar nicht so schlecht, öfter mal zwei Szenarien zu haben. Wer den Trade des Tages verfolgt, weiß, dass wir ganz häufig sogar beide Richtungen vorschlagen. Manchmal alternativ. So war das hier beim Goldkurs, wo wir gesagt haben: Nee, nee, wenn der Kurs jetzt unten raus ist, ist das bullische Bild kaputt. Zumindest mal das, was wir hier hatten. Und das muss man vielleicht mal ein bisschen erläutern nochmal. Was hat das damit auf sich? Wenn man sowas sieht, wieso kann das jetzt auf einmal kaputt sein? Wird der Kurs nicht mehr steigen? Doch, ich gehe sogar fest davon aus, dass der Kurs nach dem aktuellen Rücksetzer dann steigen wird. Allerdings gelten dann nicht mehr diese Handelsmarken, die wir da vorgeschlagen haben. Also sprich, der Einstieg ist dann wahrscheinlich ein anderer und auch der Stop ist ein anderer. Das ist ganz wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Das ist nicht immer so. Es gibt so einige Trades. Die Tesla ist jetzt das bekannteste, was wir jetzt gestern noch hatten bei uns, wo wir gesagt haben, nein, nein, die Stops und die Targets bleiben dann trotzdem für eine gewisse Weile bestehen, solange nicht irgendwelche Niveaus dann noch durchstoßen werden, lassen wir sogar beide Seiten drin und würden sogar beide Seiten handeln. Denn wie oft haben wir das, dass der Kurs erstmal in die eine Richtung losschlägt, man hat dann die Chance schon mal den Stop ein bisschen nachzuziehen und danach kommt dann gegebenenfalls der Dreh und dann erst die eigentliche andere Richtung. Das ist meine Hommage an die Trader-Zunft, die eben nicht sich festlegen sollte auf eine Seite. Ich weiß, dass es für viele sehr ungewöhnlich ist, deshalb dieser Beitrag, dem ist das ein wenig gewidmet, eben nicht davon auszugehen, ha, wenn ich einmal mich festgelegt habe, so muss es dann kommen. Nein, wir sind Händler, wir sind Mr. Flexible oder Mrs. Flexible, wie auch immer. Wir sind diejenigen, die sich anpassen auf die aktuelle Marktsituation und die ist beim Gold aktuell eben nach unten gerichtet. Wie weit kann das noch gehen? Gut, das hatten wir im Trade des Tages festgelegt. Das müssen wir jetzt hier nicht ganz breit treten, ganz kurz allerdings. Zumindest mal die Zone hier irgendwo 18,30, sagen wir mal, wäre zumindest noch mal eigentlich ansteuerungswürdig. Und das kann auch runtergehen bis 17,60 in etwa, wobei ich das schon eher für eine Maximalausprägung halte, einfach wegen der Zwischenhochs hier. Und ich eher vermute, dass der Kurs vielleicht vorher auf der Abwärtsseite den Mut verliert. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir trailen den Stop ja hinterher und dann kann eigentlich relativ wenig passieren. Aber das hatte ich ja markenmäßig schon angekündigt. Also das nur noch mal so ein wenig, um das Verständnis dafür zu haben. In beide Richtungen geht sowas. Das kann uns vielleicht sogar noch mal nützlich werden, wenn es um sowas wie den Nasdaq geht. Denn der Nasdaq ist ja aktuell nur mal nach oben und hat dort auf der kleinen Zeitebene, wir sehen das hier, ja, die berühmt-berüchtigten, na, jetzt übertreibe ich aber etwas, aber was von mir immer sehr gerne angesprochen wird, diese wackeligen Bewegungen, da wo wir sagen können, dass es entweder so ein klassisches A, B, C ist oder irgendwie was mit mehrfach hin und her, aber so, dass es eben korrektiv. Solange wir das haben, ist einfach das, was vorher stark war, das ist ja in dem Fall die Bewegung, das ist diese Bewegung, hier jetzt ja nochmal diese Bewegung, ist die weiterhin einfach gültig. Das heißt, wir können hier auf den kleinen Ebenen durchaus in diese Richtung so argumentieren. Okay, aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Das ist das Spannende, was uns heute Nachmittag jetzt eben blüht. Wie weit geht der Kurs? Wir sehen, dass der Markt zumindest mal ein wenig den Drive verloren zu haben scheint. Wenn wir hier mal im Stundenchart gucken, wir hatten hier einen Rücksetzer, wir hatten hier einen, der reicht daran. Ein bisschen Überlappung darf sein. Wie jetzt ein bisschen Überlappung? Er sagt doch immer, Überlappung darf nicht sein. Na, völlig korrekt, eigentlich darf Überlappung gar nicht sein, wenn es ein echter Impuls sein soll. Aber vorsichtig, wir müssen gucken, auf welchen Ebenen. Und da kann es durchaus sein, dass es intern keine Überlappung gibt. Und danach kommt die größere Korrektur, auch wenn die hier sehr ähnlich groß ausfällt. Wir hatten es ja schon besprochen, warum das so sein darf. Aber
Dann darf es da hin und wieder mal so eine Überschneidung geben. Also dieses hier ist die größere, die übergeordnete Korrektur und hier fängt was Neues sozusagen an oder müsste was Neues anfangen. Aber da der Kurs jetzt ja schon wieder so doof anfängt, da kann man sich dann die Frage stellen, wenn man mal hier guckt, hatten wir das da durchstoßen? Ah, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, ein bisschen sind wir hier schon durch. Jetzt werden wir das hier zu viele Überschneidungen. Also ein nicht so tolles Zeichen für die bullische Seite, ist auf der anderen Seite aber vielleicht ein Frühwarnindiz dafür, dass der Kurs jetzt hier offensichtlich nicht mehr den Drive nach oben hat und wir jetzt heute Nachmittag, heute Abend mal genau aufpassen sollten, was sich hier ergibt. Wird das etwa so aussehen? Das ist jetzt noch geraten, das ist keine Empfehlung, so wird das aussehen, aber wenn es denn so aussieht, ja, und dann anschließend das, ihr kennt das Spiel, dann haben wir eine Seite stark, die andere Seite haben wir schwach. Dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen für nochmal die Abwärtsrichtung. Denn die sollte übergeordnet ja weiterhin erst nochmal gelten. Es gibt hier viele verschiedene Varianten, über die wir reden können, aber zumindest mal vorläufig wäre das dann noch nicht der richtige Plan. Also ihr seht, man darf wankelmütig sein. Nein, falsch formuliert. Man muss an der Börse wankelmütig sein und auf das reagieren, was einem da geboten wird. Auch wenn man eine Idee hat, aus meiner Sicht wäre eines der logischsten, der schönsten Bilder, dass wir jetzt hier so ein bisschen nach oben gehen und anschließend hier nochmal nach unten. Das wäre für mich das beste Bild, das schönste, das besterklärbarste Bild, auch im Übergeordneten dann A, B, C. Das würde mit der Wahl des US-Präsidenten hier vielleicht wunderbar vom Timing her passen. Alles so schön. Aber die Welt muss nicht ganz so perfekt sein, wie ich mir es idealerweise ausmale. Deshalb achtet immer auf solche Indizien und dann wisst ihr, oh, die Meinung hat sich gedreht, lasse ich es laufen? Kann ich das mir erlauben, weil ich sage, nein, ich bin im größeren Bild und da traile ich die Stops etwas weiter? Oder dass ich sage, ha, da kann ich doch mal kurzzeitig noch einen neuen Trade machen. So viel zur Anregung dazu. Wer Spaß daran hat, selber was rauszusuchen, ist eingeladen, da auf den Markt zu gucken. Wer Spaß daran hat, Sachen nachzuvollziehen, die andere machen, der ist natürlich herzlich eingeladen. Unsere ganz konkreten Trading-Ideen und Tipps, die wir im Trade des Tages veröffentlichen, da sich anzugucken. Also schaut euch das an, was wir da haben. Es sind immer wieder spannende Trades mit dabei. Und manche kann man sogar noch einen Tag später oder zwei, also wenn ihr auf ein spannendes Thema kommt, wo ihr sagt, Mensch, ach, das habe ich jetzt gestern verpasst beispielsweise. Manchmal gilt das am nächsten Tag vielleicht sogar auch noch. Deshalb lohnt es sich, das sich mal anzugucken. Es ist ja eh kostenfrei. In diesem Sinne, euch alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.